Hallihallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge mit dem Landwirtschaftssimulator 17. Es geht vorwärts, wir haben gedüngt, wir können die Zeit jetzt ein bisschen vorlaufen lassen. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, wir haben das eine Feld sogar schon komplett fertig gedüngt. Das können wir hier einmal nachschauen. Einmal da, Bodenbeschaffenheit, das ist ganz dunkel, das ist fertig hier düngt. Dann können wir gucken, ob wir das jetzt auswachsen lassen. Also Zeit einmal vorstellen. Und dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen, um nochmal an Geld zu kommen. Für noch mehr Dünger, weil wir kommen mit dem Dünger sonst nicht mehr hin, glaube ich. Wir können den ja schon mal auffüllen. Weil einmal... Wir müssen ja die anderen zwei Felder auch noch düngen. Vielleicht kommt ja auch eine Nachfrage an Weizen. Wir haben ja Weizen schon im Silo. Aber dann ist die Palette auch gleich weg. Theoretisch. Ne, reicht noch nicht ganz. Okay. Dann stellen wir den Trecker schon mal wieder ab. Dann wird es jetzt auch gleich mal wieder hell langsam. So, einmal Arbeitslicht aus. Könnt ihr übrigens mit der 5 und 6 das Arbeitslicht separat an- und ausmachen. Und mit dem F macht ihr dann das normale Licht aus, natürlich. Und den Trecker machen wir einmal aus. Dann gehen wir mal... Hey! Ich will hier raus. Dann gehen wir einmal hier rüber. Und beobachten mal das Feld hier. Ansonsten möchte ich euch nochmal daran erinnern, dass ihr das Voting für das 200 Abonnenten Spezial noch mitmachen könnt. Es kann natürlich auch sein, dass wenn die Folge jetzt erscheint, weil ich die ja einen Tag im Voraus aufnehme, dass dass die 200 Abonnenten schon erreicht sind. Aber ihr könnt ja trotzdem nochmal voten und reinschreiben und dann können wir das dann machen. Das wäre dann das Wochenende zum 2. Advent hin, in dem das Ganze läuft. Boah, wenn wir hier warten, bis es gewachsen ist. Können natürlich jetzt wieder eine Mission machen, geht aber nicht, weil Mission Zeit anhält und wenn die Zeit steht, dann wächst nichts. Und wir wollen ja theoretisch gesehen mal... Ah, wir können ja mal nach den Schafen gucken, das ist eine gute Idee. Die Wolle, 68, 3%. Sauberkeit ist auch okay, wir können die Reproduktionsrate in 127 Stunden kommt das nächste Tier. Wir können aber mal sauber machen gehen, wenn wir hier gleich fertig sind. Ja, beziehungsweise Düngen brauchen wir ja gar nicht. Wir lassen trotzdem mal die nächste Wachstumsstufe. Vielleicht ist das ja schon die Erntestufe. Dann haben wir auch erstmal wieder genug zu tun, bis wir das nächste Mal die Zeit vorspulen, weil wir müssen dann grubbern, einsehen und wieder düngen. Ah, Düngen macht der Seemaschine ja. Aber erstmal warten wir die Wachstumsstufe ab. Ansonsten fahren wir mal zu den Schafen hoch und machen das sauber. Können wir gerade noch mal reingucken. Na, Wasser, Heu und Gras ist noch genug da. Bei der Reproduktionsrate ist natürlich schön, dass mit jedem Schaf, was mehr kommt, geht die Reproduktionsrate auch weiter runter. Und irgendwann können wir vielleicht auch mal anfangen, Schafe zu verkaufen. Müssen wir mal schauen. Jetzt stehen wir hier erstmal und warten. Ich hoffe, dass das die letzte Wachstumsstufe ist. Wir können das aber auch mal hier gucken. Dass wir dann wirklich auch schon mal ernten können. Sieht gut aus. Könnte die letzte Wachstumsstufe sein. Können wir den Mähdrescher hier schon mal fit machen. Können den Trecker hier holen, den da. Da, abkuppeln. Und können dann den Anhänger schon mal holen. Ich weiß gar nicht, da habe ich den hinten auf dem Silo gepackt. Ich glaube ja. Da steht zumindest irgendwas Blaues auf dem Radar. Fahren wir da mal hin. Jetzt haben wir schon einen Ladewagen eigentlich. Ne, haben wir noch nicht. Also werden wir Stroh noch nicht vom Feld runterholen. Und da lang. Mimi. Mimi. Muss jetzt sein. So, der Metal Tech. Können wir uns hier schon mal bereitstellen. Gucken, wo wir hin. Ich will den ja nicht irgendwo in die Wallerei stellen. Ich stelle den mal hier hin. Hat er wieder einen Husten. Frosch im Hals.
Wir können die Züge eigentlich mal ausmachen, dass wir da nicht mehr reinseppen. Wo ich... Pflanzensterben ist an. Pflanzentag können wir mal auf schnell machen, ne? Da gibt es Sinn. Kann man... auf den Zugwechsel machen wir erstmal aus. So. Dann fahren wir den Mietrecher auch schon mal hin. Können wir ernten. Damit werden wir wohl auch wieder anderthalb Folgen verbringen dann. Und fertig. Wunderbar. Einmal die Zeit runter skalieren. Erstmal den Drescher aufklappen, ist klar. So, einmal GPS. Bisschen weiter rüber. Und los geht's. Nein, 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 nein. So schon mal gar nicht, ne? Arbeitsbreite einen runter. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen neu einstellen. Da. So, los geht's. So, dann können wir jetzt hier erstmal ganz gemütlich dreschern. Hier machen wir natürlich auch Vorgewende, aber wir lassen den Drescher nicht automatisch fahren, sondern ich mache das Vorgewende einfach nur so, damit ich nicht aufs Gras fahren muss, wenn ich nachher in die nächste Bahn rein will. Also wenn wir zwei, drei Bahnen Vorgewende auf beiden Seiten machen. Aber da das Feld ja relativ, nee, es ist schon rechteckig, sieht man ja unten. Wollte gerade sagen, das ist ja relativ simpel. So, das Vorgewende machen wir natürlich von Hand. Ich hätte natürlich den Shop and Straw Mod jetzt mit reinmachen können, dann hätten wir den Stroh als Dünger benutzen können. Oder das Stroh. Da ist wie die Frage, der, die das Nutella. Was hat er jetzt wieder für Macken hier? Sollte so eigentlich nicht sein. Wie gesagt, ich werde nach diesen drei Folgen werde ich es mal mit einem anderen Aufnahmeprogramm aufnehmen. Ich glaube, da funktioniert das besser, weil bei Transportfieber hat das auch das Problem gelöst. Muss halt nur gucken, es könnte sein, dass ich dann im Fenstermodus spielen muss, aber da muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, das soll uns ja nicht abhalten. So, jetzt mal gucken, was hier so los ist. Also, das ist jetzt die zweite Bahn plus einmal Vorgewende. Die Bahn, die nimmt er nicht. Ey! Warum hatten der jetzt so Macken da schon wieder? Also die Bahn, die ist ja nur halb. Das ist 30%, also holen wir schon eine ganze Menge mehr runter. Wir müssen das mal gleich beobachten. Silostand gleich mal angucken, wenn wir den ersten Hänger reinkippen. Bevor wir den ersten Hänger reinkippen. So. Oh, das ist jetzt schon wieder so nervig. Das ist mit dem. Das ist immer bei den Dreschern. Ich weiß nicht warum. Und wie gesagt, ich lasse mir anzeigen, mit wie viel FPS das Ding läuft. Und es läuft mit zwischen 24 und 30 jetzt gerade. Also nicht unbedingt Hochleistung, aber. 24 Bilder nimmt das Auge pro Sekunde wahr, also müssten 24 eigentlich flüssig sein. Oder ich muss dem Spiel einfach mal mehr Power geben.
mal ein bisschen mehr Platz auf der Grafikkarte genehmigen. Wie gesagt, auf dem Server, selbst mit 16 Spielern auf dem Server läuft das Spiel. Schade ist natürlich, dass wir das Stroh nicht benutzen können. Da hätte ich dann vielleicht doch statt in die... vielleicht doch noch einen Ladewagen besorgen sollen. Aber das machen wir noch alles. Nur kein Stress. Ja, wir wollen ja nach und nach alles machen. Ich könnte das Stroh natürlich auch mit der Schaufel aufsammeln. Sobald ich den GPS anmache, dann läuft er nicht mehr flüssig. Aber ich will ja effizient arbeiten. Effizienz geht halt nicht, wenn ich es von Hand mache, weil ich nämlich dann da mal einen Meter stehen lasse, da mal einen halben Meter stehen lasse und ich ja so mit dem GPS gerade Linien ziehen kann. So, das ist jetzt die 1, 2, 3, 4, vierte Bahn mit dreimal Vorgewende, 65%. Wie gesagt, wir gucken gleich mal, wie viel mehr wir dort jetzt rausholen. Wir müssen auch darauf achten, wir können maximal 100.000 Weizen in die Silos reinpacken. Danach ist Schluss. Also man kann noch eine halbe Million im Eisenbahndepot, also wo die Eisenbahn stehen, das ist auch ein Silo, da geht eine halbe Million, glaube ich, rein. Da kann man zur Not auch noch zwischenlagern, wenn das Silo zu voll wird. Aber ich denke mal nicht, dass wir die 100.000 jetzt hier mit dem Weizenfeld da voll kriegen. Stop-and-Go-Funktion, die finde ich auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aber gleich erstmal leer machen. 6330 gehen rein in den Drescher. Können wir das Rohr schon mal rausholen. War das 40? Oh ja, 40, Entschuldigung. So, ein bisschen zurücksetzen. Ne? Zoomen uns den Trecker hier ran.
Und da wäre jetzt nämlich Cosplay schön, dann könnten wir jetzt schön weiter ernten. Aber den haben wir leider noch nicht. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, dann machen wir das Feld hier fertig, da ernten wir da drunter und dann gucken wir auch mal, wie viel Ertrag wir jetzt mehr rausgeholt haben mit dreimal Düngen. Und ich erinnere euch nochmal dran, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert mich, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin von mir ein gepflegtes Reingehauen. Auf Wiederschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.